Hallihallöchen, ihr Lieben da draußen. Und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Ich wurde unter meinem letzten Video gefragt, wie man nach beziehungsweise nach Redwood Point kommt. Um nach Redwood Point zu kommen, müsst ihr die Quest mit dem Bürgermeister in Dundul abschließen. Und ihr müsst Level 16 sein. Dann, wenn ihr die Quest mit dem Bürgermeister abgeschlossen habt, dann müsst ihr zu Rowan gehen. Ich zeig euch auch gleich, wo der steht. Ich zeig euch erstmal, wo der Bürgermeister ist. Im Falle, die einen von euch wissen es nicht. Hier ist so hoch. Gut, ich habe jetzt einen Umweg gemacht. Das bin halt ich, ne? Ich gehe immer mit der Kirche ins Dorf, statt mit dem Dorf und die Kirche, so. Hier geht ihr dann hoch, da ist der Bürgermeister. Und dieser Bürgermeister, dem gehört das hier alles, ne? Die Quest müsst ihr mit ihm machen, das dauert ein paar Tage, also ich sag mal ein, zwei Tage, je nachdem. Der hat nach der ersten Quest, kommt die Bürgermeisterwahl und dann wählen, Achtung, Spoiler, wer jetzt das nicht hören will, was jetzt in der Quest passiert, der macht jetzt aus. Für alle, die es wissen wollen, die bleiben dran. So. Um die Quest mit dem Bürgermeister zu machen, wie gesagt, irgendwann, ihr habt erstmal mit Jens der Quest mit Rania, die Blinde da unten. Und wenn ihr das gemacht habt, kommt irgendwann so ein Satz, wo ihre Mutter sich bei ihm beschwert. Jedenfalls gibt es dann eine Wahl. Und der Bürgermeister spielt mit gezinkten Karten. Der weiß, dass er verlieren wird gegen Ranias Mutter. Also betrügt er und gibt sich selber noch ein paar zusätzliche Wahlzettel, damit er gewinnt. Tut er auch. Dann dauert das wieder, dann haben die wieder oben eine Uhr über dem Kopf. Das heißt, dass ihr einen Tag warten müsst. Ihr könnt aber auch, das mache ich meistens, in so ein Hotel gehen, wo da ist so ein Schild mit einem Bett. Da klickt ihr drauf und bezahlt 75 Starcoins und schon ist der nächste Tag übersprungen. Das mache ich zum Beispiel, wenn ich irgendwelche Quests mache, die ich unbedingt machen, beenden möchte. So, wenn der nächste Tag angebrochen ist und hier ein Ausrufezeichen ist immer, dass die Quest aktiv ist. Dann fängt er vorne an. Dann kommt wieder Ranias Mutter. Und dann gibt es eine erneute Wahl, weil wie die andere Wahl war ja, wie gesagt, gemogelt von dem Bürgermeister. Weil der Bürgermeister mit der GED was am Hut hatte. Und er ließ es zu, dass die GED das Wasser von Dundul verschmutzt oder stiehlt. Warum das so ist, da müsst ihr die Quest machen. Ihr kommt mit Level 12 nach Dundul. Da schaltet ihr die frei. Dundul ist einer der schönsten Orte. Außerdem gibt es ja noch die Möglichkeit nach Redwood Point. Und deswegen müsst ihr ja die Bürgermeisterquest machen. So, und wenn Ranias Mutter Bürgermeisterin ist, dann erst wird die Quest mit Redwood Point hinten freigeschaltet. Das heißt, ja, geht zu Alonso, da fahren wir jetzt hin mit dem Pferd, genau. Nein, da reiten wir jetzt mit dem Pferd hin. Genau. Und Ranias Mutter wird ja dann Bürgermeisterin. Übrigens weiß ich immer noch nicht, wie man den Ruf in Redwood Point hier in Dundul erhöhen kann. Das Problem ist, man kann halt nicht viel machen. Man hat hier übrigens, das ist ein Heimatstall, den kann man hier haben. Aber man hat hier halt keine Pferdeställe, wie zum Beispiel in Moorland, die man sauber machen kann. Denn für jeden Stall, den ihr sauber macht, bekommt ihr nicht nur Geld, sondern auch Rufpunkte. Oder bei Rennen. Manche haben ja keinen Stall, manche haben ein Rennen. Nicht einmal das gibt es dort. So, wir reiten jetzt, Entschuldigung, ich hab grad Kaffee rücken. Wir reiten jetzt dahin, wo ihr hin müsst. Und zwar zu Alonso. Redwood Point
ist eine Quest, die müsst ihr machen. Da trefft ihr die ganzen Ranger an. Und die und mit den Rangern müsst ihr dann diese Quest machen. Ist einer der schönsten Quests, die ich je gemacht habe. Ich habe ja vorher ja das allererste Mal Star Saver gespielt, als ich die freigeschalten habe. Ich bin total schockverliebt gewesen. Das war so schön, wie die das gemacht haben. So, ihr seht, hier steht nämlich ansonsten immer. Hier steht immer so ein. Dieser Alonso. Bei mir steht er noch nicht, weil ich bin erst Level 12. Level 16 braucht ihr, um die Quest mit dem Bürgermeister und die Quest mit Alonso zu machen. So, und hier stehen die ganzen Ranger. So, und normalerweise sitzen die irgendwie manchmal auch am Feuer. So, wie folgt: wenn ihr das dann gemacht habt und ihr kommt hier hin, dann stehen die irgendwo rum und ihr müsst mit ihnen sprechen. Ich habe das vorher ja noch nicht so weiter verfolgt und ich habe auch auf meinem Zweit-Account auch noch nicht so weit gespielt. Deswegen kann ich euch nur stückchenweise was geben. Aber wenn ihr das wirklich richtig wissen wollt, dann könnt ihr auf YouTube gehen. Da gibt es ja auch unzählige Videos. Genau. Und wie gesagt, hier sitzen dann die Ranger. Mit dem müsst ihr dann quatschen. Einer von den Rangern hat das gelbe Ausrufezeichen über dem Kopf. Mit dem müsst ihr dann reden. Und dann, nachdem ihr eine Weile Kaffee, Plausch und Kuchen gemacht habt hier und die euch erzählt haben, wie was funktioniert bei der Rangerstation, reiten die mit euch dorthin. Wie gesagt, ihr seht, das ist ein gesperrtes Gebiet. Wer es glaubt, man kann sich da reinschmuggeln, da irrt ihr euch, der kommt ihr nicht rein. So, wie gesagt, die reiten dann mit euch hier hin. Und dann bekommt ihr eine Kettensäge und müsst das ganze Gestrüpp hier entfernen. Und ich werde jetzt nicht weiter reiten, denn dann zeige ich ja noch ein bisschen was. Wie gesagt, ihr müsst dann das ganze Gestrüpp entfernen und dann reiten die mit euch nach Redwood Point. Und was Redwood Point ist, das müsst ihr selber erkunden. Ich sag mal so viel, wenn ihr wirklich wissen wollt, was Redwood Point ist und euch spoilern lassen wollt, müsst ihr auf YouTube gucken. Wenn ihr jetzt sagt, nein, ich möchte mich nicht spoilern lassen, dann müsst ihr warten, bis ihr Level 16 seid oder wenn ihr schon Level 16 seid oder drüber. Wie gesagt, ihr müsst die Quest mit dem Bürgermeister in Dundul gemacht haben. Weil manche Quests nämlich miteinander verbunden sind. Zum Beispiel die Quest mit Herrn Hermann. Ich hätte nie gedacht, dass man mit der GED auch freundlich sein muss, damit man die Quest mit Hermann in Jarlheim, in den Moorland in Jarlheim stellen. Das ist ja hier unten. Na, hier sind die Ställe. Wie ist denn das? Aha. Hier sind die Ställe. Hier gibt es ja die ganzen Lipzahler und so zu kaufen. Und dann ist da so eine Koppel und so ein kleines Häuschen und so ein komischer Typ, der immer sagt, man muss Kühe melken und Schweine füttern. Das macht ihr dann so lange, bis euer Ruf dann hoch ist. Und ab einem bestimmten müsst ihr dann mit, ja, wie gesagt, der GED helfen. Das sind auch, wie sie gesagt, immer so, wie ich gerade erwähnt habe, es sind immer so verschiedene kleine Quests, die miteinander verbunden sind. Genau, aber wie gesagt, zurück zu Redwood Point. Redwood Point schaltet ihr frei. Ihr braucht Level 16, wichtig, oder höher. Also wenn ihr sagt, ich bin auch schon Level 19, wie gesagt, ab Level 16, wird wahrscheinlich auch braucht ihr, um überhaupt die Quest mit in Dundrum mit der Bürgermeisterwahl zu machen. Ihr müsst die Wahl mit dem Bürgermeister gemacht haben. Das heißt, die müssen komplett durch sein. Also nicht nur anfangen, Bürgermeister und dann beenden, dann denken, jetzt ist alles fertig. Nee, nee. Ihr müsst die komplett beenden. Das heißt, Ranias Mutter muss Bürgermeisterin werden. Das ist ja auch so vorgegeben vom Spiel. So, und wenn die Bürgermeisterin ist, wird dann die Quest
mit den Rangern hier freigeschalten. Und die ist ganz wichtig, denn die braucht ihr und die müsst ihr, und sobald die Quest freigeschalten ist, reitet ihr hier hin. Und dann, wie gesagt, trefft ihr auf die Ranger und die führen euch dann nach Redwood Point. So, das war's aber auch schon. Wie gesagt, ich bin noch ziemlich weit weg von Level 16. Wir befinden uns hier, wer es noch nicht weiß, auf meinem Dritt-Account. Ich habe mir einen Dritt-Account erstellt. Wenn ihr euch jetzt fragt, ja, warum machst du sowas? Hast du Geld? Einerseits ja, und andererseits ist es so, dass im Mai oder Anfang Juni war es ja so, dass die 30% Rabattaktion hier in Star Stable war. Das heißt, die Star Rider Karte, die sonst 72, 74 € kostet, die große, die ihr nur einmalig bezahlt, diese Star Rider Karte, Entschuldigung, hatten gewisse Zeit nur 50 € gekostet. Also ich denke mal, so 2, 3 Wochen hat die nur war diese 30% Rabattaktion. Das heißt, ihr habt statt 74 € habt ihr nur 50 € bezahlt für die Karte. Das ist, wie gesagt, manchmal so eine Aktion von Star Sable. Und wenn die mal wieder kommen sollte, und ihr immer noch kein Star Rider seid, dann müsst ihr das unbedingt machen. Es sei denn, eure Eltern sagen nein. Aber wie gesagt, ihr bezahlt diese Star Rider Karte nur ein einziges Mal. Also, wenn ihr euch einen neuen Account erstellt, oder ihr seid in der Testphase, ich zum Beispiel habe vorher es ja auch bis Level 5 freigespielt, weil mir das mit 60 € zu teurer war. Aber ich habe mich dann durchgelesen und da stand nur einmalige Zahlung. Einmalig bedeutet, ihr bezahlt es und braucht es nie wieder. Es gibt die anderen beiden Aktionen, wo ihr ein Abo da lassen müsst. Macht das bitte nicht. Bitte nicht diese Teil Star Rider Karte, wo ihr ein Abo da lassen müsst. Also diese monatlichen Abos, wo ihr monatlich, ich sag mal, 3 € zahlen müsst, das klingt wenig, aber wenn ihr immer spielt, dann ist es auf Dauer teuer. Dann werden aus den 3 € auch schon mal 70 €. Also könnt ihr gleich die große Karte kaufen. Denn wie gesagt, ich mache es mal so, ich lege mir Geld zur Seite, wenn ich weiß, ich will jetzt hier einen Account öffnen. Ich hatte, wie gesagt, immer mit den Gedanken gespielt, einen dritten Account zu eröffnen. Das habe ich aber nie umgesetzt, bis, wie gesagt, vor ein paar Wochen diese 30% Rabattaktion war, dass die statt 70 € nur 50 € gekostet hat, habe ich natürlich gleich zugeschlagen und habe mir meinen Account erstellt. So. Und wie gesagt, legt euch ein bisschen Taschengeld zur Seite und vielleicht habt ihr ja noch ein paar Verwandte, die euch noch ein bisschen Taschengeld geben können. Oder ihr helft euren Eltern im Alltag. Schafft den Müll raus und füttert die Tiere, geht mit dem Hund Gassi oder deckt den Tisch früh, bevor eure Eltern noch aufstehen. Jetzt, ihr müsst hier nicht komplett einen Frühstückstisch machen. Also seid ihr selbst schon alt genug, um Kaffee zu kochen. Ansonsten reicht es vollkommen aus, wenn ihr dann Teller hinstellt und oder mal eine ganze Woche ja, einfach nur nett seid, keine Ausdrücke sagt, euch seid einfach nett und vielleicht geben die euch dann irgendwann mal als, ja, du warst halt so nett, du hast alles gemacht, aber außer halt hier, ich gebe dir mal 1 €. Also wie gesagt, wenn ihr die Star Rider Karte kaufen wollt, die 70 € kostet, dann spart ein bisschen Geld, legt euch immer ein bisschen zur Seite, auch wenn es bloß 1 € ist, aber das häuft sich dann irgendwann. Und dann könnt ihr, wie gesagt, oder bringt eure Eltern dazu, wenn ihr noch nicht alt genug seid, um so ein Konto auch zu machen, bringt eure Eltern dazu, dass die euch das kaufen. Weil, wie gesagt, liebe Eltern, wenn ihr da draußen gerade zuguckt, was eure Kinder und die Star Rider Karte angeht, ja, sie ist teuer, aber man zahlt es nur einmalig. Also, dieses einmalige Zahlen ist, ihr bezahlt 70 € und dann nie wieder.
Es sei denn, ihr macht euch einen neuen Account auf, dann müsst ihr natürlich wieder neu bezahlen, ne? Weil für jeden, wie gesagt, für jeden Account. Aber wir braucht ja bloß, wenn ihr aber jetzt sagt, jetzt bin ich schon seit, ich spiele schon seit 2 Jahren und bin immer noch Level 5, mir ist das Star Raider Karte zu teuer. Ja, die ist teuer, ich weiß. Aber deswegen war ja diese Rabattaktion. Ich finde es sehr schön von Star Sable, dass sie dass man 30% hat. Das war, glaube ich, Anfang des Jahres schon mal, möchte ich meinen. Oder was raus? Ja, ich weiß es gar nicht. Jedenfalls finde ich diese 30% Rabattaktion von Star Sable gut. Es wird nie vorkommen, dass die sagen, die Star Raider Karte kostet 20 Euro. Das wird nie der Fall sein. Also 50 Euro sind das Limit. Weil die wollen ja auch was verdienen dabei. Denn das Geld, was in ihre Tasche fließt, ist für die Entwicklung von Star Sable vonnöten. Um die Patches und die ganzen Bugs und Fehler zu beheben, brauchen die Programme. Und die kosten Geld, die Programme. Das sind nicht irgendwelche Programme, die man sich im Internet runterladen tut und kauft. Nein, das sind richtig gute und teure Programme. Und auch das Programmieren von so einer Spielwelt, wie zum Beispiel jetzt hier in Dundul. Da die so eine Software, das ist sau teuer und deswegen brauchen die Geld. Deswegen sind Online-Spiele so teuer, weil die immer wieder aktualisiert werden müssen. So. Wie gesagt, Sweet Melon, liebe Grüße gehen an dich raus und ich grüße auch erstmal meinen Club, habe ich ganz vergessen. Und neben meinem Club möchte ich die liebe Rain grüßen, Mystic Wallstocks möchte ich grüßen, Sweet Melon, die Mimi möchte ich grüßen und den 107. Abonnenten möchte ich grüßen. Viele liebe Grüße gehen an dich raus. Und vielen Dank für dein Abo. Genau. Also, ich verabschiede mich von euch und wie gesagt, liebe Sweet Melon, ich hoffe, ich habe dir helfen können jetzt. Und ach so, die Paula hat mich gefragt, warum die neuen Charaktere, warum die neue UI. Also, liebe Paula, das ist so, die UI, die du hier siehst, die ist mit den neuen Charakteren verbunden, weil die neuen Charaktere nicht an die alte UI passen. Die alte UI ist eine alte, ich sag mal, in Anführungsstrichen, alte Software. Ein altes Programm. Und die neuen Charaktere sind ein neues Programm und das passt nicht zusammen. So, das musst du dir so vorstellen, als wenn du ein etwas Rundes in etwas Eckiges stecken willst. Ist jetzt ein blöder Vergleich, aber so in etwa musst du dir das vorstellen, das passt nicht zusammen. Das sind zwei verschiedene Softwaren und deswegen, das passt nicht. Also, deswegen musst du die neue UI rein. Wegen der neuen Charaktere ist die neue UI reingekommen. Die haben nicht gesagt, uns gefällt die alte UI nicht. Nein, das hat halt seinen Grund, dass da guckt ihr am besten auf den Kanal von Zap vorbei, der erzählt euch das. Da könnt ihr dann nachgucken, liebe Paula, wenn du irgendwas nicht weißt, immer bei Zap vorbeigucken. Ich möchte für ihn jetzt keine Werbung machen, ich wollte halt bloß sagen, dass er derjenige ist, der am meisten Dinge weiß, was in Star Sail passiert. Oder ihr guckt einfach im Internet. Ich bin raus für heute und ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Und wie gesagt, tut euren Charakter einen Gefallen und verbringt mit dem viel Zeit. Macht ein paar schöne Fotos von eurem Charakter auf eurem Pferd. Ich habe zum Beispiel meine Siri als Hintergrund-Desktop benutzt, die auf Saphir Wolf, weil ich habe sie so erstellt. Ich habe ja das Perlmutt-Kleid gekauft, das gibt es im Shopping Center von Jorvik City. Kostet auch 112 Starcoins oder so, aber ich habe das gerne gemacht. Oder 110 Starcoins kostet das Kleid, glaube ich. Aber ich habe diese 100 Starcoins gerne bezahlt für diesen einen Moment, wo sie einmal schick aussehen sollte als Abschied. Ich kann ja natürlich nie auf jeden Account hier machen, aber Siri ist mir ans Herz gewachsen und deswegen. Wie gesagt, nächste Woche Dienstag kommt dann ein Video, werde ich ein Video machen, das werdet ihr erst ab Mittwoch sehen. Dann werden wir uns die neuen Charaktere angucken. Die neuen, wir werden shoppen gehen. Gucken, was es für Frisuren gibt und wie teuer die sind. Und Leute, ich glaube, sie sind wirklich sehr, sehr teuer. Also, ja. Wie gesagt, das Video mache ich Dienstag.
Ich hoffe, ich komme Dienstag rein, weil wie gesagt, Dienstagvormittag und Dienstagnachmittag bis 16, 17 Uhr wird die Hölle los sein hier in Star Sable. Weil wie gesagt, die neuen Charaktere kommen rein und der Server wird am Kochen sein, der wird zusammenbrechen. Es wird wirklich, wie gesagt, keinen Server geben, der nicht frei ist. Also ich verstehe auch nicht, erst heulen sie alle rum, die wollen keine neuen Charaktere und dann wird der Server quasi schon zusammenbrechen. Ich bin jetzt raus, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und liebe Sweet Melon, ich hoffe, ich konnte dir helfen. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen leveln und ein bisschen was machen. Und wie gesagt, macht ein paar schöne Fotos, ein paar schöne Momente, haltet die fest mit euren alten Charakter. Und ja, nächste Woche Dienstag heißt es willkommen neuer Charakter, willkommen Bug und Fehler. Bis dahin. Tschüss, sagt eure Kitty Blue.